Aus gegebenem Anlass machen wir mal ein Video über Halstattoos. Und zwar, die andere ist schon länger was. Ich bin ja jetzt quasi Halstattoo-Neuling. Ich habe jahrelang überlegt und habe dann mit der anderen irgendwann eine Wette gemacht. Und, Wie war es mir wert? alle haben mal gesagt, boah, Halstattoos tun so scheiß weh. Und ich habe es auch gedacht. Wie sind deine Erfahrungen im Halstattoo? Also, meins hat total weh getan. Echt? Voll. Ja, Also. also mir tut auch schon das Motiv aussuchen weh, muss ich dazu sagen. Aber nach 3 Tagen, also wir haben ja 3 Tage gebraucht, 2 Tage direkt hintereinander. Ja, gut, du hast ja auch Brust mitgemacht. Ne? Ja, Also, ich du hast habe ja jetzt. hier und es geht ja bis hier hin. Okay, also dieses jetzt. Und Drehen wir mal über dieses Stück. du hast gedottet, dann ist es halt schneller. Aber das Stück hier, das ist so am Kehlkopf ist schon fies. Also ich muss sagen, bei mir, ich schwöre ja auf Ibuprofen. Also Leute, nehmt Ibuprofen. Wer es kann und ich finde es super. Wir haben, glaube ich, insgesamt 14 Stunden gebraucht, auf 2 Tage aufgeteilt. Einen Tag 8,5 und hat den anderen den Rest. Und es war total entspannt. Okay, den meistbietenden verkaufe ich ein Video. Ja, Augenblick. Ich muss aber dazu sagen, das Video, wir hatten eine Taube fast fertig und eine nicht. Und dann sind wir halt in die Taube, die fast fertig war, die war noch nicht komplett abgeheilt. Und da sind wir wieder reingegangen. Und da muss ich wirklich sagen, es war die Hölle. Aber das lag einfach daran, dass das Tattoo nicht fertig war. Trotzdem Schmerzen. Ja, die hat sich ja voll daran ergötzt. Das ist meine Frau und die ergötzt sich daran, wenn ich Ja, Schmerzen wird sich habe. ständig daran, wenn ich Schmerzen Ein habe. Also. Schnauzschlamm. What the hell? Saß hinter der Theke und hörte so, Ja, das war halt diese eine Taube, die war echt kacke. Also so direkt in ein frisch gestochenes Tattoo nochmal reingehen, Leute, lasst ja, so. deswegen hatte ich halt auch Ultraschmerzen, weil 2 Tage hintereinander, das war halt auch frisch, ne? Fazit? Ich würde es trotzdem immer wieder tun. Ich auch. Aber ich hasse es, tätowiert zu werden, aber ich liebe Tattoos, das ist mein Problem. Alles klar, das war zum Sonntag. Ciao.